Und dieses blöde Gerede von den angeblich faulen Griechen, deren Arbeitszeiten länger sind, als sie hier sind. Diesem blöden Gerede muss man entgegentreten. Ich finde, ein Mindestmaß an Solidarität ist, dass wenn man in einer Kneipe sitzt und jemand blöde Bemerkungen über Griechenland macht, dass man nicht weghört, sondern widerspricht. Und das Gleiche gilt auch im Bundestag. Man kann nicht akzeptieren, wie Merkel und andere mit dem Zeigefinger auf Griechenland zeigen und von oben herab diese Regierung behandeln und dieses Volk behandeln. Respekt heißt immer auch Gleichberechtigung. Und Respekt muss man heute einklagen. Deswegen haben wir die Veranstaltung gemacht. Ich finde es natürlich völlig toll, dass der griechische Außenminister, der Nikos Kotsias, gekommen ist. Das ist auch etwas Neues. Normalerweise lädt ein Bundestagsabgeordneter, wir sind dann drei, nicht einen Außenminister eines anderen Landes ein. Wir sind ja keine Regierung. Aber die Beziehung, die wir zu der griechischen Regierung haben, die sind so unbürokratisch, dass man einfach sagen kann, Nikos, kommst du nach Marburg, du hast hier gelehrt, es war deine Stadt, es war deine Uni, du warst in der Tradition von Wolfgang Abendroth und Helmut Ritter in Gießen, komm nach Marburg, alle freuen sich auf dich. Und dann hat er gesagt, klar, mach ich. Und er war da. Er hat sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Das hat mich auch gefreut. Ich habe daran erinnert, dass hier mal ein Professor gelehrt hat, Wolfgang Abendroth, der galt als Partisanenprofessor. Das habe ich immer ganz toll gefunden. Ich hatte mir immer vorgenommen, ich möchte gern in seiner Tradition Partisanenabgeordneter werden. Das ist mir nicht ganz so gelungen, aber ich mühe mich redlich. Also Wolfgang Abendroth war der Partisanenprofessor hier, der quer zum Strich Politik gemacht hat. Helmut Ritter hat in Gießen im Völkerrecht immer durchgesetzt, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Das war die Botschaft, die man braucht. Und ich habe jetzt in Griechenland erlebt, auf einer Ehrenveranstaltung, die noch lebenden Partisanen. Griechenland hat sich selbst befreit. Das sind Menschen, die zwischen 80 und 100 Jahre alt sind, von der Armee geehrt worden sind. Das fand ich ganz toll. Generäle, die vor Partisanen ihren Gruß errichten. Und zur Solidarität und Freude mit den Partisanen haben sie Mikis Theodorakis gespielt. Die große Vertonung von ihm, der Mauthausen-Kantate, das war für mich das Signal des neuen Griechenlands. Es war noch etwas kantig, das war noch nicht richtig Theodorakis, sondern etwas mehr noch Marschmusik. Aber ich bin überzeugt, das kriegen die in Griechenland hin, dass das Land Theodorakis nacheifert und nicht mehr dem Militär ist. Und ich möchte gern, dass Deutschland Griechenland dabei unterstützt. So, unserer Veranstaltung, jetzt ist er irgendwie weg. Wo ist mein Freund und Genosse Dieter Dehm? Der soll. Wo ist er? Hier sitzt er. Ah, Dieter sitzt da. Stell dich mal hin. Also, das ist Dieter Dehm. Er hält auch im Bundestag immer ganz tolle Reden. Da bin ich immer ganz begeistert von. Er wird zu Anfang etwas singen mit einem Lied, was eine große Tradition gerade in diese Richtung haben. Bella Ciao von ihm. Und ich mag das Lied sehr gerne und seinen Text und seine Vertonung. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Dann kommt Nikos Kotsias als Außenminister. Wir werden ihn Fragen stellen. Er wird seine Darstellung der Politik in Griechenland uns nahebringen. Michael Lerz vom früheren Oktoberclub sitzt hier links von mir, der darf auch sitzen. Und zum Schluss spielt Gina Peach, Mikis Theodorakis. Das finde ich ganz fantastisch, freue mich schon sehr drauf. Das ist also Griechenland-Solidarität. Dieter, komm, ergreif das Mikro, lass es nicht wieder los. Das ist Dieter Dehm und wir schlagen uns zusammen so gut wie wir können. Das ist übrigens auch der europapolitische Sprecher unserer Fraktion, der hat viel zu sagen. Und er ist auch der Schatzmeister der Europäischen Linkspartei. Er ist auch der Schatzmeister der Europäischen Linkspartei und hat den griechischen Genossen sehr viel geholfen, wie die Partei Syriza, die jetzt die Mehrheitspartei ist. Bei Meinungsumfragen sind die jetzt bei 47%. Wie die angefangen haben, bei 2 bis 3%, haben wir sehr. Wie die angefangen haben bei 2 und 3%,
haben wir versucht, ihnen zu helfen, weil wir wussten, dass diese Partei und diese Politik eine Zukunft hat. So, jetzt mach ich lauter und sing schön. Alles Gute, Dieter. Und für die Ausnahmefälle, die ihn nicht kennen, das war Wolfgang Gierke, unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender aus dem Bundestag. Das hier ist für mich so teilweise wie so ein Familientreffen. Wenn ich die ganzen alten Freunde sehe, vor allen Dingen habe ich mich gefreut, dass Frederik Fahle, der große Kinderliedermacher, mit dem ich mal eine Band hatte, kannst du dich noch erinnern, vor 40 Jahren oder irgendwann, haben wir eine Band gehabt und wir sind mit dieser Gruppe auch aufgetreten, zusammen mit Mikis Theodorakis in Frankfurt am Main im Rebstockheim, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, so war es. Frederik Fahle und natürlich alle Professores, die hier sind, alle Genossinnen und Genossen. Und deswegen ein Lied von Brecht, das hat auch ein bisschen was zu tun mit der Pressekonferenz, die wir eben mit Nikos hatten, wo er gesagt hat, wie viele qualifizierte Menschen weggehen aus Griechenland. Unter dem ständigen Schlechtreden, die Leute natürlich nicht nur ihr Geld abheben von den Konten, was ein riesiges Problem ist, sondern natürlich auch das Wissen entziehen. Und deswegen aus dem Stück Die Mutter von Brecht und Eisler, das Lied, was die Frage der Führung, die Frage dessen, was ich am liebsten habe an der Linken, nämlich die Forderung nach der demokratischen Enteignung von Verbrecherorganisationen wie der Deutschen Bank und anderen, verbindet mit der Frage des Lernens, Lob des Lernens. Und Michael singt den Chor. Lerne das Einfachste, für die deren Zeit gekommen ist, ist es nie zu spät. Lerne das ABC, es genügt nicht, aber lerne es. Lass es dich nicht verdrießen, fang an, du musst alles wissen. Du musst die Führung übernehmen, du musst die Führung übernehmen. Scheue dich nicht zu fragen, Genosse, lass dir nichts einreden, sieh selber nach. Was du nicht selber weißt, weißt du nicht. Prüfe die Rechnung, du musst sie bezahlen. Lege den Posten auf jeden Finger. Frage, wie kommt der hierher? Du musst die Führung übernehmen. Lerne man im Asyl, lerne man im Gefängnis. Lerne Frau in der Küche, lerne 60-Jährige. Du musst die Führung übernehmen. Suche die Schule auf, Obdachloser, verschaffe dir Wissen, Frierender, Hungriger, greif nach dem Buch. Es ist eine Waffe, du musst die Führung übernehmen, du musst die Führung übernehmen. Scheue dich nicht zu fragen, Genosse, lass dir nichts einreden, sieh selber nach. Was du nicht selber weißt, weißt du nicht. Prüfe die Rechnung, du musst sie bezahlen. Lege den Finger auf jeden Posten. Frage, wie kommt der hierher? Du musst die Führung übernehmen. Du musst die Führung übernehmen. Vielen Dank. Und Syriza hat die Führung übernommen. Erstmal nur in einer Wahl. Und Wolfgang und ich, uns geht es beiden genauso. Natürlich ist, wenn von uns wer regiert, es immer für einen Teil von uns auch verbesserungswürdig und natürlich haben wir tolle Ratschläge. Und ich sage eins, ist unser beider Regel, wer den Arsch hochkriegt in der Solidarität mit Griechenland, darf auch ein kritisches Wort riskieren. Wer den Arsch nicht hochkriegt, soll die Fresse halten. Das ist meine Position zu der Kritik, überhaupt generell. Also seid solidarisch und kritisch, das zusammen funktioniert wunderbar. Und Wolfgang wollte dieses Lied hören. Ich habe eine eigene Version von Bella Ciao geschrieben, weil ich diese Übersetzung nicht so toll finde. Ich singe das, weil mein Vater als 17-jähriger Panzerfahrer in Griechenland auf Partisanen schießen musste. Er kam zurück und hat dann erfahren, dass sein Vater vom selben Deutschen Reich, für das er als 17-Jähriger in Griechenland war, nach Buchenwald geschafft worden war. Er hat dann mit die SPD aufgebaut, in Frankfurt war Sportler und ist mit 47 wegen ungeschützter Holzschutzmittel, damals wusste man noch nicht, welche Folgen das hat, dann gestorben. Er wollte sich immer bei den Griechen entschuldigen.
Und ich habe das dann vor einem Jahr bei einer großen Kundgebung mit Alexis Tsipras, der der Vizepräsident unserer Europäischen Linkspartei ist, in Athen für ihn nachgeholt. Mit diesem Lied auch für die Italienischen, für die Griechen, für die jugoslawischen Partisanen, die einen so großen Anteil an dem haben, was wir in diesem Jahr feiern, nämlich der Befreiung vom Faschismus. Und deswegen dieses Lied auch ein bisschen mehr wieder als Liebeslied aus den italienischen Bergen, aber auch für die griechischen Berge, Bella Ciao. An ihrer Schulter, da wird es hell schon, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier, da draußen werd ich bald schon frieren. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier, da draußen werd ich bald schon frieren. Kann nicht gut schießen und krieg schnell Angst auch. Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Sah Blut an Hütten, sah Frauen bitten. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Den kleinen Luca, der erst 14 Jahre war, ich hab zu lang nur zugesehen. Den kleinen Luca, der 14 Jahre war, ich hab zu lang nur zugesehen. Ihr in den Bergen, heut komm ich zu euch. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Wenn ich am Dorfplatz mal tot herumlieg, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 dann sagt der Priester statt einer langen Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur noch den Kuss hier, kommt einer nach mir. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir werden am Ende nochmal allesamt das Solidaritätslied singen von Brecht. Noch ein Lied von mir, was ich auch für meinen Vater geschrieben habe. Es ist von einem Berufeneren auf Platz 1 der Hitparade im Jahr 84 gebracht worden. Aber ihr hört es jetzt in der Autorenversion. Es ist jenem Herrn zu verdanken, dass ich dieses Lied jetzt auch mal selber singe. Es ist ein Mann, der vor der Wende, sein außergewöhnliches Exemplar aus dem Osten unseres Vaterlands. Vor der Wende war er in leitender Funktion im Osten unseres Vaterlands wie nach der Wende. Wem ist dieses Glück beschieden? Es wäre ihm natürlich sehr lieb gewesen. Es wäre die Radeberger Brauerei gewesen. Es war aber nicht die Radeberger Brauerei. Er war der künstlerische Leiter des sagenumwobenen Oktoberclub und ist es bis heute geblieben. Am Klavier Michael Letz. Vater, du bist noch vom ganz alten Schlag, seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag. Du warst nicht krank und bist noch drauf stolz, jetzt weißt, was soll's. Wann hast du jemals richtig Urlaub gemacht, dein ganzes Leben für'n Betrieb mitgedacht? Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon, wen juckt das schon? Wen juckt das schon? Monopoly,
wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Monopoly, Monopoly und die Hand der Schlossallee verlangen viel zu viel. Mama, ich Kaffeegläser auf für den Gelee. Du warst schon ewig in der IG Chemie. Doch darauf warst du echt nicht gefasst, so kalt geschasst. Du warst als Kind für mich der stärkste Mann, einer, der irgendwie alles lösen kann. Doch das hier ist keine Modelleisenbahn, was fängst du an? Fängst du jetzt an? 2, 3, 4, 5. Monopoly, Monopoly, bist du die Figuren in einem schlechten Spiel. Monopoly, Monopoly und die Hanne Schlossallee verlangen viel zu viel. So hast du schon versäumt, so hast du schon geträumt. Zeit ist jetzt reichlich da, mach dir ein paar Wünsche wahr. Mensch, man packt doch nicht ein, denn du bist nicht ganz allein. Auch wenn's dir dreckig geht, es ist noch nicht zu spät. Monopoly, Monopoly, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Monopoly, Monopoly und die Hanna Schlossallee verlangen viel zu viel. Verlangen viel zu viel, 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 verlangen viel zu viel. Dankeschön.